Peter! Komm, Schritt nach vorne. Wow, und so schön angezogen, hervorragend. Ja, echt so viel Tag, ne? So, jetzt werden wir ja noch von der Seite gefilmt. Wie geht es euch gerade? Ja, sehr berauschend, sehr Wahnsinn. Bewegend. Es ist Wahnsinn, unglaublich, dass ihr alle gekommen seid. Genau das, was wir uns vorgestellt haben. Sehr schön. Wow. Und ihr habt ja schon einiges hinter euch. Ihr kommt gerade vom Hermann-Böse-Gymnasium. Wie war es dort? Total super. Die Kinder haben mitgemacht, die Jugendlichen und der Schulhof hat gebebt. Und es war so toll, in diese Kindergesichter zu gucken und dass alle mitgemacht haben. Ja, war wunderbar. War sehr schön. Das glaube ich. Und es hat uns schon ganz viel Energie gegeben, dass wir jetzt nochmal, noch mit viel mehr Menschen weiter tanzen können. Wie habt ihr denn eigentlich von diesem One Billion Rising erfahren? Per E-Mail. Ach so, hat die Bänzler nicht angerufen, du warst ja noch hier in Bremen, ihr seid so eine coole Leute da, da müssen wir mal richtig was auf die Beine stellen. Also ich habe es per E-Mail gehört und es ist klar, ne? Ich mache Tanztheater, Priska macht Tanztheater, wir sind Choreografin, Tänzerin, machen Persönlichkeitstraining. Und da habe ich gesagt, das muss nach Bremen unbedingt, das ist unsere Aufgabe. Und dann habe ich sie angesprochen und toll, Priska hat mitgemacht und dann hat das so eine Welle gemacht, das wurde immer mehr und mehr und dann waren wir so dankbar, dass Miriam Intertal auch mitgemacht hat. Dass jetzt so viele Menschen da sind. Miriam hat euch richtig geholfen als Assistentin, alles so abgenommen, was sonst so, oh, so kleinen Kram ist. Ja. Ja, vor allen Dingen hat sie jetzt hier die Plattform vom Marktplatz, nicht wer alles sich angemeldet hat. Das war so toll, dass sie das alles gemanagt hat. Ja, wir haben ganz viele Gruppen dabei. Tanzschule Renz sehen wir ganz deutlich. Die können hoffentlich auch ganz gut tanzen, hervorragend. Oh, die eine Dame kenne ich, da kaufe ich immer ein. Tachchen. Dann habe ich gehört, ist die Theaterpädagogik Ottersberg hier auch irgendwo. Wow. Seid ihr auch da? Ah, da hinten. Dann die Zumba-Gruppe von Andrea Ortega. Oh ja, einer ist da. Oh, in Ordnung. Einer ist besser als keiner. Frauen in Schwarz. Was sind die denn? Wo seid ihr, Frauen in Schwarz? Beim Roland. Da hinten. Da hinten. Hallo! Das Mädchenhaus ist heute hier. Das Mädchenhaus. Ja, vielleicht. Aber es sind ganz, ganz viele andere hier und das ist wichtig. Wir werden heute was bewegen. Wir werden heute gegen Gewalt an Frauen tanzen. Sag mal, und als du davon gehört hast, hast du gedacht, da muss ich mitmachen und dann, wie ist die Idee entstanden, was du machen wolltest oder was ihr dann machen wollt? Es geht ja immer um den Tanz, dass der Tanz ein Ausdruck ist und dass nicht einfach so getanzt wird, sondern mit Inhalt. Und so haben wir dann auch die Choreografie für Bremen entwickelt, dass wir die Symbole aus dem Text von Tina Clark genommen haben und in Tanztheater, in Tanz umgesetzt. Und dadurch ist es auch so, dass die Kinder und die Jugendlichen, wo wir in der Schule unterrichtet haben, direkt mitgehen konnten, weil sie merkten, das berührt ihr Herz. Und deswegen können wir noch ganz locker mit euch allen hier gleich tanzen. Was ist euch heute wichtig? Was ist euch heute am wichtigsten? Ja, ich denke, es ist schon wunderbar, dass so viele Menschen gekommen sind, dass ihr alle da seid. Und natürlich ist es wichtig, jetzt gemeinsam zu tanzen. Es ist ja eigentlich schon, überhaupt, dass ihr alle gekommen seid, bedeutet ja schon, dass das ein Thema ist, das vielen an dem Herzen liegt und dass es ausgesprochen wird. Und das ist auf jeden Fall diese Aktion, nicht nur das Einzige dabei bleibt, sondern dass ihr es mitnimmt und weiter verteilt. Ja. Wunderbar! Ja, und mir ist das wichtig. Ja, und was mir noch ganz wichtig ist, ist, dass wir hier, die wir hier sind, uns wirklich bewusst machen, es sind Millionen, aber Millionen, die heute tanzen und gegen Gewalt an Frauen und Mädchen tanzen für Wertschätzung und Selbstbestimmung und dass sich das jede und jeder hier bewusst macht. Dass wir nicht alleine sind, dass es eine globale Aktion ist und dass wir damit ein Ende setzen können. Wow. Morgen werden wir wissen, ob wirklich 1 Milliarde Menschen sich erhoben haben auf der ganzen Welt, um dagegen tanzen zu demonstrieren. Ihr wollt tanzen? Ja! Hervorragend. Die beiden haben sich das ausgedacht und natürlich nicht gedacht, ja, wir machen mal irgendwas, ein paar Schritte, sondern haben sich den Text vorgenommen und die Symbolik, haben eine Symbolik entworfen, um das Lied, um die Thematik klar zu machen. Das werden die gleich erzählen, dann werden wir die Choreografie einmal üben, ne, damit das mit dem Schritt und mit dem Klatschen auch alles funktioniert. Dann
werden wir alle zusammen den One Billion Rising Tanz machen. Und dann werden wir ein bisschen schöne Energie in die Welt schicken mit Ada Lorna. Sie wird eine Gedankenreise mit uns zusammen machen. Dann hören wir nochmal die wunderbare Stimme von Carola Bandari. Und dann wird nochmal getrommelt. Das heißt, wir haben noch ein bisschen was vor. Als allererstes würde ich euch jetzt bitten, einmal die Symbolik zu erklären. Ja, also wir machen das wirklich kurz, weil es ist kalt, wir wollen uns bewegen, das ist klar. Aber damit ihr einen Eindruck kriegt, was es bedeutet, geht es darum, wir haben in der Schule Wertschätzungstraining und Gewaltprävention unterrichtet und haben gefragt, was hat Gewalt mit Wertschätzung zu tun. Und dann sagte ein Mädchen, was ich wertschätze, schlage ich nicht. Und ein älteres Mädchen sagte, wenn ich meinen eigenen Wert erkenne, dann kann ich mich schützen gegen Demütigung und Verleumdung. Und das ist ganz wichtig. Und deshalb haben wir am Anfang von unserem Tanz, wo Tina Clark singt, ich habe keine Angst mehr, und wo es darum geht, nehmt mal bitte alle eure Hände und haltet die vor euch. Und das wäre eigentlich eine Übung, die man jeden Tag machen könnte oder sollte, dass jede und jeder in seinen eigenen Spiegel schaut und sieht die eigenen Kostbarkeiten, die eigenen Werte, das, was jeden und jeden ausmacht. Dieses Wunderbare, was niemand zerstören kann, und wo es darum geht, dass wir uns immer, immer wieder daran erinnern. Und danach schließen wir die Hände, führen die nach oben, öffnen unsere Hände und dann schaut in die Ferne und schaut, wohin ihr geht. In dem Text heißt es, I go through that door. Ich gehe durch diese Tür und dann bewegt ihr praktisch eure Flügelarme, eure Schwingen und dann geht's in den Tanz hinein. Mit eurer Vision. Ganz wichtig. Und das ist auch das Wichtige, dieses Nachhaltige, diese Aktion. Wofür stehst du und du und sie und du und sie? Wofür geht ihr? Wofür steht ihr? Was macht ihr heute nach diesem Tag? Wir haben hier ganz viele Flugblätter, die wir auch verteilen, ganz viele Frauenorganisationen. Nehmt diese Frauenorganisation in Bremen wahr und unterstützt sie. Danach haben wir natürlich Break the Chain, übersetzt, brecht die Ketten, nehmt mal alle die Fäuste. Und auch wenn es eng ist, macht mal richtig Fäuste, richtig kräftige. Ja, so wirkt das nämlich. Und dann geht ihr nach innen, Kraft, und nehmt sie nach oben und bei dem Wort Chain. Wow, das müsst ihr sehen, aber ihr könnt leider nicht auf die Bühne, aber heute Abend bei Buten und Bin. Also, nochmal und nach sich innen. Aus den Fesseln lösen, die Idee, break wow. The chain. Wow, bricht eure Ketten. Wow. Ängste sind damit gemeint und viele Dinge steht symbolisch. Loslassen, was man gerne loslassen möchte. Oh, ich hätte jetzt so gerne so einen Spiegel, dass ihr das seht. Das sieht so, so, so toll aus. Okay, ich mache jetzt schnell weiter. Der andere Aspekt, der total wichtig ist. Sie singt, I'm standing in the middle of the madness. Ich stehe in der Mitte von dem Wahnsinn. Und wenn ihr euch das bewusst macht, ich stehe in der Mitte von diesem Wahnsinn, egal welches Problem. Und jetzt haben wir das Thema Gewalt. Und dann haben wir die Bewegung, dass ihr euer Gesicht verzerrt. Und ihr dürft keine Angst haben, verzerrt es ruhig richtig. Alles, was eklig ist, was ihr nicht mehr wollt, was unangenehm ist. Eure Gedanken. Es in Ausdruck bringen. Wir Menschen, wir alles haben euch Kommunikationsmittel, ist unser Ausdruck. Wir sind ja vom Tanztheater. Ausdruck, gebt ruhig dem Ausdruck. Ja, und das, was ihr nicht mögt, dass ihr es wirklich nehmt und ihr nehmt, ihr wollt hier dann langsam in Abstand gehen und es anschauen. Erst wenn wir etwas im Abstand haben, kann man es auch erst verstehen oder man kann es erst überhaupt wirklich sehen. Und dann kreist natürlich der Irrsinn weiter um uns herum. Ja, und das ist der wichtigste Schritt, dass ihr wisst, und das singt sie im Text, I know there's a better world. Und dann kann der Abstand weg. Dann können die Hände weg. Und dann guckt ihr euch das an, diesen Ekel, und dann packt ihr ihn weg. Wow! Den Ekel. Ja. So, und danach, ganz schnell weiter. Holy Body, ganz wichtig. This is my body. My body is holy, mein heiliger Körper. Das heißt, sich auf seinen Körper achten. No more excuses, keine Ausreden mehr. And no more abuses, und keinen Missbrauch mehr. Und dafür steht auch, der Körper ist etwas Heiliges, und das symbolisieren wir. Mein Körper ist meiner und ich achte auf die Grenzen und was ich möchte und nicht, was an ihm dann getan wird. Und
Da gibt es ein schönes Zeichen, das wir machen können, ein Frauenzeichen auf dem Bauch, wo das Leben entsteht und wo Lebensenergie. Und dann gehen wir runter. This is my body, my body is holy. Und dann gehen wir alle in eine richtig schöne Schwingbewegung. So, lasst uns euch warm machen, schwingen. Und wir schwingen uns ein. Stellt euch vor, ihr werdet getragen. Ihr werdet liebevoll getragen und ihr tragt und werdet getragen. We are mothers, we are teachers. We are beautiful creatures. Und dann gibt es 8 richtig heftige Flamenco-Schläge. Und öffnet euch, stellt euch vor, das Schöne in euch, das, was ganz wichtig ist, dass ihr es wirklich rauslasst und euch öffnet dafür und in die Welt damit geht. Gut. Und dann lasst uns anfangen. Lasst uns anfangen. Lasst uns anfangen. Ja. So, habt ihr das kapiert? Perfekt. Wer hat denn geübt? Okay, für alle, die nicht geübt haben, werden wir das Lied jetzt mit Anleitung tanzen und danach geht es dann los. Genau. Okay, nicht alle Tanzschritte sind erklärt, ne? Wir machen ja keinen Tanzunterricht, nur dass ihr eine Idee habt. Macht einfach mit, hoffentlich könnt ihr sehen. Und es sind auch ungefähr verteilt viele, die schon mal getanzt haben. Also einfach mitmachen. Oh Scheiße. Wir fangen unten an. Mein Geld ist verwirrt. Warte. Jetzt wird's kalt, also stell mal an. Warmes Bremen. Ready? Let's go. Also, einmal die Hände legen auf von unten, die Handflächen innen nach innen gedreht und wir reisen ja ab. Das heißt, wir erheben uns langsam. Das ist die Idee dabei. Und ich gucke in den Spiegel. Ich nehme ihn mit. Das ist kostbar, was ich da drin habe. Ich lasse es wachsen. Ich achte da drauf. I'm not afraid anymore. I will walk through this door. Ich gehe jetzt durch diese Tür, nehme einen tiefen Atemschlag und ein. Und links. Und links geht vor. Und es ist ein Kreuzschritt, der hinkriegt. Wer bleibt an der Stelle stehen, macht nichts. Hauptsache klatschen. Ja? Oppression. 1, 2, 3, 4 und wir drehen uns auf dem Platz. Und 1, 2, 3, 4 und schneller drehen, weil es warm werden muss. Und 1, 2, 3, 4 drehen. Und 1, 2, 3, 4 drehen. Und nochmal 1, 2, 3, 4 drehen. Letzte Mal. 1, 2, 3, 4 Beautiful Creatures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder 1. Körper, die Welt, wir lassen sie ja hin.
kommt ihr zu uns. No more excuses and no more abuses. We are mothers, we are teachers, we are beautiful, beautiful creatures. Yeah. Right, here, good, sexy, acrobat. Damit jeder auch die Bewegung richtig schön mitmachen kann. So. Ihr könnt übrigens, es wird gefilmt. Heute Abend könnt ihr was sehen, natürlich im Fernsehen. Und es wird ein Film gemacht von unserem Filmemacher Haki Hackbart. Das könnt ihr auf www.edda-lorna.de sehen. Dann könnt ihr sehen, wie toll das von hier oben aussieht, wenn alle die Fesseln sprengen. So. Seid ihr bereit für 1 Billion Rising? Geht mal alle mit uns auf die Knie. Alle auf die Knie. Und die Hände. Woo!
wollt das nochmal tanzen? Was denn? Dann würden wir nochmal tanzen. Wer ist für nochmal tanzen? Wollt ihr eine bessere Welt für Frauen? Ja!
Energie ins Universum schicken, oder? So, das waren unsere beiden Mikros, die mögen sich nicht. Liebe Frauen, liebe Männer, vielen Dank schon mal fürs Mittanzen, das war wundervoll.